Hey Leute, das hier wird nur ein ganz kurzes, knappes Video und zwar wie man den Ventilnadelsitz tauscht. Und zwar habe ich das ganze Internet durchsucht, bei YouTube sämtliche Videos durchgeschaut, durchgeforstet. Ich wollte nur wissen, wie wechselt man den Schwimmernadelventilsitz. Und zwar habe ich ihn mir jetzt separat gekauft. Hier ist von Noraco, finde ich toll die Marke. Da ist die Dichtung drin, der Ventilnadelsitz, Schwimmernadelventilsitz, oder wie man den nennt, und eine neue Schwimmernadel. Da ist der Vergaser, ich habe ihn schon offen und gleich zeige ich ihn euch aus der Nähe. Okay, als erstes nehmen wir hier diese Halterung raus, den Stift, den ziehen wir raus. Dann können wir den Schwimmer rausnehmen. So, und da hängt auch schon die Schwimmernadel dran. Moment, ich zeige sie euch. Das ist die Schwimmernadel. Okay, bei der hier sieht man auch schon, die sieht ein bisschen anders aus. Die ist hier vorne ganz blank, weil meine hat. Moment, ich kann ein bisschen näher rangehen. So, dann sieht man es besser. Meine hat hier vorne, also die hier drin, die hat vorne so eine Dichtfläche, so eine gummierte. Die hier, entweder ist da keine oder hat sich schon aufgelöst, aber nicht so wild. Das wechseln wir auch gleich. Und da ist der Ventilnadelsitz und den lösen wir auch gleich. Schaut mal hin. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich lege einfach mal los und ihr werdet dann von mir lernen. Ich schraube diese Schraube erstmal hier weg. Weil, wie gesagt, ich habe nirgends was gefunden. Dachte ich, mache ich schnell kurz mal ein eigenes Video, damit ihr das seht, falls ihr diese Info benötigt. Und dann denke ich mal, muss man das Ding hier einfach. Oh, ist ganz einfach. Das geht richtig leicht raus. Da ist der Sitz, da ist die Dichtung. Okay, ich packe gleich die neuen Sachen aus und dann bauen wir die neuen Sachen ein. Machen wir hier das Päckchen mal auf. Schauen wir, dass wir die Dichtung nicht zerschnibbeln. Das wäre natürlich schade. Dann. So. Oh, Moment. Bevor ich. Bleib mal dran, ich hole kurz eine Schieblehre. Ich will nämlich abgleichen, ob die Maße auch richtig sind. Weil. Ah, oh, Moment. Oft ist es ja so, man kauft etwas und dann kommt tatsächlich irgendwie das Falsche an oder so. Und hier haben wir 8 mm. Ah, genau, da stand auch irgendwas von 8 mm. Und hier haben wir auch 8 mm. Dann haben wir hier eine Länge von 9,5. Und hier auch 9,5. Ja, wunderbar. Das sollte passen. Dann machen wir noch die Dichtung hier drumherum. So, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Dann stopfen wir das Ganze wieder hier rein. Okay. Ah, okay. Man merkt schon. Oh, okay. Da ist Widerstand. Also nicht so wie das andere. Das ging ja butterleicht raus. Das hier geht nicht leicht rein. Okay. Ich hole mir mal kurz ein bisschen Flutschi und dann schiebe ich das rein. Alles klar. Azubis Ratschlag war in dem Zweitaktöl. Das habe ich mir hier abgefüllt. Eine kleine Pipette. Schaut runter. Da habe ich mein Zweitaktöl. Ich nehme es hier eine kleine Pipette. So, dann tue ich mir einfach mal einen Tropfen. Moment, hier rein. Das ist die Führung für den Ventilnadel, Schwimmer, Sitz oder wie auch immer das vernünftig und richtig heißt. Da geizen wir nicht. Dann machen wir da noch ein bisschen drauf. Auf die Dichtung. Sollte ja auch alles beständig sein. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich hoffe mal, dass es jetzt vernünftig reinflutscht. Jawohl, ganz, ganz easy. Okay, dann machen wir noch die Halteklammer drauf. Moment. So, weil könnte auch tatsächlich sein, dass es hier einfach schon auch undicht war und dass es da immer durchgelaufen ist. Aber wie gesagt, wir werden es alles noch rausfinden. Okay. Die Nadel kommt dann natürlich auch gleich neu. Das war's auch schon. Das ist auch schon das Ende von dem ganzen Video. Ich wollte nur kurz und knapp zeigen, wie man den Schwimmernadelventilsitz tauscht. Da, wie gesagt, ich habe dazu leider nirgends Infos gefunden, auch nichts gelesen. Dachte ich, mache ich einfach mal kurz. Schadet ja nicht. Wer es braucht, nimmt sich die Info, geht wieder. Nicht liken, nicht abonnieren. Ihr wisst ja, wie das abläuft. Ich habe noch ein größeres, längeres Video, um den ganzen Vergaser wieder abzudichten. Habe noch einen Dichtsatz gekauft, liegt alles da. Könnt ihr euch auch gerne anschauen, natürlich. Wird dann vorher, später online gehen. Ich weiß es noch nicht genau.
Falls ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt, in die Kommentare rein oder aber auf Instagram, Rocky Roller Doktor heiße ich da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.